Hallo, mein Name ist Yannick und ich möchte Ihnen heute die Android-Einstellungen anhand eines HTC Sensations mit Android 4.0.3 und Sense 3.6 zeigen. So, die Einstellungen sind erstmal grob in die Bereiche drahtloser Netzwerke, Gerät, persönlich und System gegliedert. Bei drahtloser Netzwerke haben Sie die Möglichkeit, das WLAN ein- und auszuschalten. Außerdem sehen Sie, mit welchem Netzwerk Sie gerade verbunden sind. Sie können Bluetooth aktivieren und auch wieder deaktivieren. Genau das gleiche mit der mobilen Datenverbindung. Hier unten bei dem Punkt Nutzung können Sie sich anzeigen, wie viel Prozent Ihres Datenvolumens oder wie viel MB Ihres Datenvolumens bereits verbraucht sind. Außerdem sehen Sie hier unten, welche Anwendungen wie viel Datenvolumen benötigen. Wenn Sie auf Mehr tippen, können Sie unter anderem den Flugmodus oder einen mobilen Hotspot aktivieren. Hier unten unter dem Punkt Gerät haben Sie erstmal Personalisieren. Es bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf die Optik. Können Sie beispielsweise hier unter Anzeige die Oberfläche verändern und auch das Hintergrundbild zum Beispiel. Hier bei Anrufen können Sie unter anderem eine Anrufweiterleitung einrichten, falls besetzt ist zum Beispiel. Sie können sagen, dass immer weitergeleitet werden soll, wie Sie möchten. Unter dem Punkt Töne können Sie zum einen das Soundprofil verändern. Beim Fall ist es jetzt Vibrieren. Sie können auch zum Beispiel sagen, dass Sie ein Feedback mit Vibration möchten. Das ist, wenn Sie hier unten auf die Hardware-Tasten tippen oder wenn Sie die Tastatur des Smartphones benutzen. Hier auf Display können Sie die Helligkeit des Displays angeben. Sie können sagen, ab wann der Ruhezustand eintreten soll. Außerdem können Sie auch die Benachrichtigungsleuchten hier oben verändern. Unter dem Punkt Speicher sehen Sie, wie viel Speicher überhaupt verfügbar ist, im Moment noch, und wie viel maximal verfügbar ist, sowohl im internen Speicher als auch den Speicher der SD-Karte. Unter dem Punkt Power können Sie sehen, wie viel Prozent Akku Sie noch haben, oder Sie sehen es hier mit diesen verschiedenen Balken angezeigt. Außerdem können Sie hier unter dem Punkt Akkuverbrauch einsehen, was am meisten verbraucht. In meinem Fall ist jetzt das Display mit 96%. Hier oben sehen Sie noch, wie viel Prozent Sie haben. Und hier unten können Sie einstellen, ab wann der Energiesparmodus eintreten soll. Bei mir ist es jetzt, wenn es geringer als 25% Akkuladung sind. Unter dem Punkt Apps können Sie Anwendungen ganz einfach deinstallieren, indem Sie sie antippen und anschließend deinstallieren auswählen. Hier unten bei Konto und Synchronisierung können Sie festlegen, welche Anwendungen überhaupt synchronisieren sollen. Wenn Sie drauf tippen, können Sie auch nochmal die genauen Synchronisierungseinstellungen treffen. Hier bei Standort können Sie beispielsweise angeben, ob Sie den Standortdienst von Google benutzen möchten. Sie können auch sagen, dass bestimmte Apps den Standort mit Hilfe von GPS bestimmen dürfen. Das können Sie jeweils wieder aktivieren oder deaktivieren. Unter dem Punkt mit PC verbinden können Sie sagen, was geschehen soll, wenn Sie Ihr Smartphone mit dem PC verbinden sollen, ob erstmal die Frage kommen soll, was Sie jetzt machen möchten, also als Festplatte bereitstellen oder nur laden oder so. Unter Sicherheit können Sie, wie der Name schon sagt, die Sicherheit einstellen. So können Sie beispielsweise eine Bildschirmsperre machen. Es geht dann über ein Muster oder eine Tasten- oder eine Zahlenkombination. Auch geht es, eine SIM-Sperre einzurichten. Punkt Sprache und Tastatur. Können Sie die Sprache festlegen? In meinem Fall ist es ja Deutsch. Es gibt eine Rechtschreibprüfung. Außerdem kann man zum Beispiel die Google-Spracheingabe auch aktivieren. So, und unter Datenschutz kann man jetzt zum Beispiel auch ein paar Backup-Einstellungen treffen. Zum Beispiel kann man sagen, dass wenn man Apps löscht und anschließend wieder installiert, dass die Daten noch vorhanden sein sollen. Hier unten unter dem Punkt System gibt es jetzt noch Datum und Uhrzeit. Hier kann man jetzt das Datum und die Uhrzeit angeben. Außerdem kann man das Datumformat auswählen. Unter Eingabehilfen
können Sie beispielsweise sagen, ob eine Power-Taste hier oben den Anruf beenden soll. Außerdem kann man sagen, dass das Display automatisch drehen soll, wenn man das Handy kippt. Funktioniert wunderbar. Unter Entwicklungsoptionen können Sie beispielsweise das USB-Debugging aktivieren, das bestimmte Anwendungen benötigen, wenn Sie Ihr Smartphone mit dem PC verbinden. Und hier unten unter Telefoninfo sehen Sie nochmal alle relevanten Informationen zur Hard- und Software Ihres Smartphones, zum Beispiel die MAC-Adresse oder die aktuelle Android-Version. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.